Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich sitze auf meinem Headset-Kabel. Lufia 2, Wrath of the Sinistrals. Wir können jetzt hier durch dieses Wassertor fahren und... Oder segeln. Ich weiß nicht, wo genau wir hin müssen. Ich fahre einfach mal da, segeln mal nach da unten. Auf die Gegner scheißen wir jetzt einfach mal gekonnt. Und hier sieht's richtig aus. Was ist da oben? Nicht so weit. Wow. Ich bin begeistert. Nein. Halt die Fresse. Warum hast du angegriffen? Wie kannst du es wagen? Oh mein Gott. Arturia, okay. Müssen wir uns heilen? Ja, sollten wir machen. Dim. Was ist hier oben? Zwei Treppen nach unten. Magie-Shop? Okay, Magie-Shop. Champion. Sehr viele KP. Phoenix. Phoenix ist super und Frostfee ist auch super. Haha. Ist alles super. Ich würde es gerne Selan lernen lassen. Aber wir gucken. Okay, hier ist Dings. Nein. Oh. Da lang. Ich will aber erstmal in den Shop gucken. Dürfte da sein. Richtig. Super, hier finden wir gute Waren. Eine Reitpeitsche. Oh, das Speer sieht aber um einiges besser aus. Der Silberdegen ist für Doki super. Speer für... Ah, Götterschlag, geil. So, zack. Dann haben wir noch ein bisschen Geld für Rüstung übrig. Seidenanzug. 50, Ein Eron-Hut, ja gut, und ein Eron-Schild. Auf jeden Fall kriegt Selan den Seidenanzug, würde ich sagen. Um 6, 4. Ich würde sagen, also erstens können wir es sowieso nicht kaufen, zweitens würde ich sagen, brauchen wir das auch gar nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier nach hier oben. Reden mal mit ihm hier. Ich dachte, ich wäre klar, jetzt soll ich dich nicht verflixen, die Juwel besorgen. Ohne mich, ich bin kein Krieger, was denkt sich Senefa überhaupt dabei? Ich habe eine gute Idee. Hast du es gesagt? Ja. Gehen wir hier lang. Verwirrendes Schloss, zumindest ein wenig. Hey, was denn hier? Ah, bist du Senefa? Niemand kann den Juwel aus dem Turm holen. Verzeihung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und hier ist der König. Senefas Bedingung ist es, ihr den Juwel aus dem obersten Stockwerk des Nordostturmes zu bringen. Dort gibt es aber Monster und während der Nacht scheint ein mysteriöses Licht. Das klingt interessant. Ich denke mal, da gehen wir auf jeden Fall hin, ne? Besorgen mal das Juwel. Und... Dann hat Lexis vielleicht mal eine hübsche Prinzessin an seiner Seite, ne? Klingt das nicht? Super, Nordostturm, das ist da oben irgendwo. Geh weg. Wow, hat der Schaden gemacht. Da können wir nicht lang. Mensch, geh doch weg. Ich will nicht kämpfen. Gibt's hier nicht sowas wie Superschutz oder so? Oder Topschutz? Pokémon Hype. Ach nee, nicht Meuchler. Da oben, ist da oben noch was? Das sieht da oben nach etwas Interessantem aus. Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen? Da kommen wir später, denke ich mal, weiter. Können aber vorsichtshalber noch einmal hingehen. Und nachgucken. Südturm befindet sich ein verdächtiger Mann. Warte mal, ist da oben vielleicht... Da oben müsste dann ja der Nordostturm sein, oder? Da müssen wir erstmal hier in diesen Südturm... Okay, ich sprinte da mal kurz hin. Oder ist... Oh, halt die Schnauze! Danke. Mann. Nordostturm. Okay, das ist doch der Nordostturm. Verschlossen. Dein Ernst? Hä, was müssen wir jetzt machen? Na. Ich würde sagen, da müssen wir noch irgendwie mit dem Schiff ein bisschen reisen oder so. Ich weiß es echt nicht. Meine Güte. Hör auf, mich hier zu nerven. Okay. So, hi.
Oh, wow. Dim. Hey! Ah! Ihr seid nicht von hier, oder? Ihr seht aus wie richtige Krieger. Du scheinst ein gutes Auge zu haben. Nicht nur das, ich bin auch ein guter Krieger. Mein Name ist Seth. Ich bin Guy, das sind so Doki, Zillon und Lexis. Kexis? Ihr seid doch diejenigen, die gar nicht bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar hier redet man von uns. Jeder, der etwas vom Kämpfen versteht, hat von euren Taten gehört. Wisst ihr etwas über den Typen, der auf dem Nordostturm gelandet ist? Auf dem Nordostturm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen die Monster hier in Horden auf. Doki, das könnte... Ja, das könnte einer der vier Höllenfürsten sein. Höllenfürsten? Es gibt noch drei weitere Höllenfürsten, die genauso stark sind wie Gardes. Was, wenn das wirklich stimmt, dann? Ja, das würde bedeuten, dass dieses Reich sich in großer Gefahr befindet. Okay, ich werde mir den Nordostturm später vornehmen. Die Wesen in dem Turm sind sehr stark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Ich werde sowieso in den Nordostturm gehen. Ich habe da etwas zu erledigen. Was meinst du? Ich soll den Juwel aus dem Turm holen. Und du hast dem zugestimmt? Damit unsere Prinzessin wieder glücklich wird. Hm. Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Und Selan, hallo? Dein Ernst? Okay, dann denke ich, jetzt können wir in den Turm rein. Vorher nochmal ins Inn, da ja diese Kackgegner ein bisschen genervt haben. Aber ja, okay, ist ja kein Ding, würde ich sagen. Locker easy, machen wir das. Und ich habe momentan immer noch diese Internetprobleme, was mein Hochladen, mein Upload angeht. Eigentlich brauche ich für so ein Video immer so 40 Minuten zum Hochladen. Aber mein momentanes Problem ist, dass anfangs auch die normale Zeit, also 40 bis 50 Minuten angezeigt wird, aber dann die Zeit hochspringt auf bis zu 3 Stunden. Jetzt können wir durchscheinen. Schön. Und das ist ein bisschen problematisch, weil ich halt, ja, weil das ist ein bisschen scheiße, würde ich mal meinen, weil ich dadurch manchmal verkacke, Videos die rechtzeitig hochzuladen. Heute zum Beispiel, also für euch gestern, ist der Pokémon-Part schon wieder zu spät. Ich weiß nicht, will ich da hinten rüber? Ich weiß es noch nicht. Ich guck gleich mal. Ich denke, da müssen wir noch rüber. Moment. Ich dreh den einfach mal. Na, 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 na. Ah, Moment, dann kann ich das jetzt darüber packen. Ja, genau, gut. Vielleicht hätte ich erst darüber gehen. Egal. Egal. Hey, Hydras, na, alles fresh bei euch, soweit? Ich hoffe schon. Habt nichts dagegen, wenn ich euch besiege, oder? Hi, oder ihr klatscht uns ein bisschen weg. Hi, Alter, nach dem Kampf muss ich auf jeden Fall erstmal heilen. Hi, das ist schon einiges an Damage gewesen, Yard. Was? Was ist denn heute mit meinem Deutsch los, ey? Eine Pokémon hat das auch schon angefangen. Da konnte ich auch schon nie reden. Meine Jüde. Ich will Guy heilen, danke. Ist da was? Nein, da ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter hoch. Auch nicht schon wieder, Meuchler. Oh, Ninjas! Ninja! Konfusion, verwirrt die Gegner. Ah, komm, machen wir mal. Ja, obwohl, nein. Lex macht einen normalen Angriff. Er greift ja schließlich alle gleichzeitig an. Das ist ziemlich praktisch. Ziemlich gut. Messerwerfer. Ui. Lex zählt ganz schön viel aus, oder? Finde ich. Ja, okay. Obwohl, die machen einfach nur kein Damage. Okay. Komm. Na, schade. Leider den falschen. Ich will einmal, dass Selan einfach alle heilt. Ich warte immer noch auf Vayler. Dass wir Vayler kaufen können. Hat er sich gerade selber angegriffen?
Warum hat er sich selber angegriffen? Was? Das machen Gegner einfach mal so zwischendurch? Was? Als ob. Lol. Ich will nicht gegen diese Kackviecher da kämpfen. Da ist eine Truhe. Ich hab's doch gewusst, dass hier noch was ist. Komasalve, okay. Ich hab's einfach gewusst. Es sah hier schon so aus. Das ist Alter. Macht DB. Oh mein Gott. Das ist aber Alter. Das ist einiges an Damage, was Lexis da drauf kriegt. Samurai. Aber jetzt greift Lexis leider nur noch ein gleichzeitig an. Macht nicht mal so viel Damage mehr. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das geswitcht zu haben. Wissen wir nicht. Aber Haru macht einiges an Schaden. Alter, Haru, ich bin stolz auf dich. Huiuiui. Respekt. Dein Damage ist schon krass. Krass, Tide. Ich denke, wir haben irgendwas noch übersehen. Können auch einiges an Items, denke ich mal, mehr uns wegsnacken. Ach komm, wir machen jetzt mal einen Ghetto-Schlag, Alter. Wir machen einen Ghetto-Schlag, Chaos-Bombe, Eisbombe und einen Satan-Biss. 180 Damage ist auf jeden Fall schon mal einiges. 172 kann ich mich nicht beschweren. 423, oh mein Gott, das ist schön. Eine Chaos-Bombe, 289, okay. Und Haru wehrt natürlich ab, dein Ernst. Okay, Haru. Ich nehme das Kompliment von eben zurück. Du bist scheiße. Mann, was ist denn mit dir? Jim, Jim. Okay. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, doch, doch, doch. Das sieht recht richtig aus. Ich denke, wir müssen hier zuerst hingegangen sein. Okay, wie machen wir das? Ah, ich hab's. Zack, 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 zack. Hier rüber, da, zack. Und hoch. Nice. War jetzt nicht so schwer. Okay, wir mussten wirklich zuerst hier hin. Das ist super. 124 ist annehmbar. Genauso wie 135. Schönes Damage. Oioioi, Lexis. Krepier uns jetzt nicht weg. Okay, gut. Sela muss gleich auf jeden Fall heilen. Das würde ich gut finden. Sehr gut sogar. Nein. Stärker auf alle. Okay, auf Guy nicht. Noch nicht. Guy hat noch genug Leben. Doki eigentlich auch, aber vorsichtshalber, ne? Man weiß ja nie. Gleich nach dem Kampf heile ich einmal alle nochmal. Confusio, auf Haru, das ist in Ordnung. Watz. Wett. Und Fersenschlag. Eier, oh Gott. Haru, was geht bei dir? Wow. Ich bin begeistert. Heieiei. Ach, ja. Übrigens, das wird wieder eine kleine Aufnahmesession. Das heißt, eigentlich nur zwei Folgen am Stück werde ich jetzt aufnehmen. Magischer. Bewegung geht runter, das ist das Problem. Die Bewegung sinkt stark. Aha. Obwohl, komm, machen wir. Kann irgendwer den Bienenstein gebrauchen? Nexus nicht, nein. Ah, nö. Nee. Selan braucht ein bisschen mehr magischen Angriff. Damit sie auch mehr heilt. Ich glaube, ich sollte. Also, wenn wir später am Ende sind, dann rüste ich auch nochmal komplett um. Nicht umsonst haben wir ja diese Insel. Die alle Items, die wir bisher besessen haben, noch besitzt. Da kann ich dann Sela nochmal einmal komplett ausrüsten, beziehungsweise alle noch einmal komplett ausrüsten. Schädelhieb. Machen wir mal Schädelhieb und machen wir nochmal Satanbiss. Komm, das ist mir zu viel. Greifen wir mal viel zu oft an. 256 diesmal. Ui. 200. Oh. Normaler Angriff. Reicht. Satanbiss war halt einfach unnötig gerade. Jetzt hättest du auch gerne den Fersenhieb einsetzen können. Ha, ha, ha.
Haru. Heilen, heilen. Hoi, 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 hoi. Zack, 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 zack. Okay. Alle wieder voll geheilt, das ist super. Okay. Und vorspulen. Das ist mir... Sorry, Leute. Ich hab's im letzten Part schon erwähnt. Das ist mir zu doof. Nice. Aber wir kriegen hier... Was? Wo kommen die denn her? Oh, Ninjas. Dein Ernst? Ninjas sind so nervig. Da. Bringt eh nicht zu heilen. Hoi! Lexus! Hoia, jaha! Okay. Okay. Lexus war knapp am Sterben. Aber gut. Aber gut. Ist okay. Und komm rüber. Genau, danke. Nice. Was ist hier denn? Mal schwören und mal schwingen. Um die Pfeile zu drehen zu bringen. Nein, man kann auch einfach so auftippen. Lol. Ich hab die ganze Zeit den A-Knopf halt benutzt. Och Gottchen. Ach, das ist das Rätsel. Wir gehen mal als erstes nochmal nach unten. Zack. Kommen wir noch hier. Wenn wir den nutzen, kommen wir noch da hinten. Zack. Haben wir schon mal eine Truhe. Ein Samu-Juwel, okay. Dann nochmal hier hin. Okay, dann kommen wir wieder an die Anfangsstelle. Okay. Ich drehe den hier mal, damit wir noch da kommen. Es passiert nichts, okay. Dann drehen wir den weg, damit wir zu der Kiste kommen, genau. Nein! Oh! Okay. Noch einmal, zack. Und dann dahin. Da, danke. Ninja-Juwel bekommen, okay. Jetzt kommen wir wieder zurück, genau. Okay, ich denke mal, da müssen wir... Machen wir das mal so. Kommen wir wieder nach da unten, genau. Dann machen wir das so, dann kommen wir hier lang. Richtig. Super. Nicht dein Ernst. Ist okay. Ist nur einer, deswegen switche ich die Plätze jetzt nicht extra dafür um. Okay, gut. Wir haben ein paar Juwelen bekommen, ne? Einmal das Samu-Juwel. Haben wir das Samu-Juwel nicht eben schon gehabt? Das geht eigentlich, das könnte man machen. Geistbewegung will ich halt nicht noch mehr runtersinken. 5 erhöht um 20 den Damage, das wäre eigentlich schön. Na, um 10. Das macht der Ninja auch um 10. Erhöht die Bewegung aber noch, ne? Ja, das ist der Switch. Guy kann die Bewegung eigentlich echt gut gebrauchen, ne? Ja, Guy kriegt den. Und ich würde mir dann gern den... Löwentatze geben, genau. Dann... Ne, das war's. Och Mensch, schon wieder Samurais. Och Männchen, Skinners. Die sind aber auch anstrengend. Ich sollte, glaube ich, irgendwann nochmal leveln, oder? Ich habe das Gefühl, wir sind wieder total underleveled. Genauso wie in Pokémon. Habe ich übrigens gegoogelt, wie viele Ebenen die Dings hat. Der Himmelsturm. Und der hat einfach mal... Also, ich habe mir dann noch das, die Informationen so zu dem Himmelsturm durchgelesen komplett. Und da steht empfohlenes Level einfach mal 35. Wir sind gerade zu 25. Shit. Okay, super. Ist hier noch irgendwas? Nein. Schaff ich. Komm.
Nice.